So richtig. Karten ziehen würde halt die Chance erhöhen, schon richtig hart, dass wir Paare kriegen. Und wenn wir immer ein Paar haben, dann geht das ja alles relativ easy. Das hätte man kein Geld mehr für irgendwas anderes. Das ist Schwachsinn. Alles, was es hier gibt, ist Schwachsinn. Ist alles auch nicht so zwingend groß. Das wäre halt cool. Weil 135 Leben, das ist schon eine Menge Holz, die sie uns dann runterwirtschaften müssten. Ne? Sind mal die Gegner. So ein 41 Leben machen wir halt nicht viel. Wir müssen dann halt immer permanent dagegen heilen. Die 5 fürs nächste Upgrade. Das Upgrade, das können wir uns ja überall holen. Die werden fix reingearbeitet. Was hat denn der hier Schönes?
Nice. Oha, jetzt wird's schwer. Ich würde eher zu dem hier oben tendieren. Weil Elite Battle hat man dann in der nächsten Runde eh. Oder wir könnten dann hier, aber es ist halt... Pille-Palle, würde ich lieber den mal mitnehmen. Nee, da könnte man hier ein bisschen dodgen gegen den, wenn es ganz schlimm aussieht. Und da setzt bei ihm noch umso eher, weil diese 50, das sehen wir ja. Alchemist. Ich hab gar kein Consumable. Ich kann mir auch kein Consumable leisten. Das verkurven, das wieder hochziehen. Gerade wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen, alle Könige zu ziehen, die es gibt, wäre doch übel. Thank you.
Wie viel a consumable? Also könnten wir hier jetzt alles spammen, was wir haben. Und dann könnten wir die Tasche füllen. Würden aus dem Kampf dann komplett, also nach der Campsite komplett geheilt sein. Ah, jetzt weiß ich nicht, wie weit war man auf da. Gut, einmal Essen kriegen wir. Unter Garantie noch. Es würde reichen bis hinten. Also braucht man das Essen nicht unbedingt auffüllen. Könnten wir uns lieber hier die Energy noch behalten. Jetzt mal schauen. Du kannst 4 Cards, Rank 6 or lower. 3 Card Flash. Das ist ja übelst schwer zu treffen. Ein 3 Karten Flash bei 5 Karten ist auch relativ ungewöhnlich.